Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier Fanpost, jawohl, von Lars. Ja, Lars ist ein treuer Zuschauer meines Kanals und einer, der immer ganz viele Daumen macht. Ja, der Lars. Was sagte er? Paket zum Einschleimen. Ich weiß zwar nicht, warum man sich bei mir einschleimen muss, aber... Huch, was ist denn das? Das Tesa hält nicht. Wir packen das mal aus. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Überhaupt nicht. Aber wir haben hier, einen Brief. Ein Brief, der schwer ist. Warte mal, hier ist was dran. Das muss ich erstmal abmachen. Das machen wir erstmal ab. Wir machen das erstmal ab. Wir haben Zeit, oder? Ihr habt es nicht eilig. Moin Mike. Hier ein kleines Fanpaket. In Tüdelchen. Das hat er so geschrieben. Fanpaket. Als Dankeschön für deine sehr unterhaltsamen Videos. Ich bemühe mich. Ich versuche es immer mal wieder. Ja, weiß ja kein Witz zu blöd. Ja, bleib so wie du bist und weiterhin viel Erfolg. Hoffe, es ist alles für einen nerdigen Abend dabei. Okay, den Anfang machen wir gleich mal hier. Das ist am Brief dran. Geil. Das sind zwei Pins zu sehr klassischen Wrestlern, die ich sogar noch kenne. Ich meine, gut, ich kenne die aktuellen auch soweit alle. Bis auf so ein paar Namen, die vielleicht noch nicht so geläufig sind, kenne ich die eigentlich alle. Ja. Aber damals in den 80ern, ja, als ich Wrestling das erste Mal für mich entdeckt habe auf Tele 5. War es Tele 5? Ich glaube ja. Vielleicht war es Tele 5 oder war es RTL? Ich glaube, es war Tele 5. Carsten Schäfer damals schon dabei, auch heute immer noch dabei. Na, und das war immer sehr lustig. Damals. Und da waren diese Herren auch gerade sehr aktiv. Und zwar ist das einmal Tatanka, na, der stereotype Indianer, und Mr. Perfect. Ja, Mr. Perfect war super. Den fand ich toll. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Der hatte so eine Attitude von wegen, mir doch egal, ich bin sowieso der Geilste. Das hat mir damals sehr imponiert. Na, und Tatanka, natürlich auch Kult, ne? Gerne gespielt auch Royal Rumble auf dem Super Nintendo. Da war Tatanka auch immer gern gesehen. Ja, das war schön. Das finde ich schön. Das ist spannend. Wrestling-Pins. Ja, schön. Gefällt mir. Wrestling-Pins. Was haben wir denn hier noch? Kein Paket ohne. Ah, ja. Die Dinger, die habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen. Tatsächlich kriegt man die im 1-Euro-Shop. Ne? Da kostet dann so ein Set 1 Euro. Und das ist wirklich Kindheit pur. Also das bringt euch zurück in die Vergangenheit, in die Tage eurer Kindheit, wenn ihr dann sowas in der Kindheit genascht habt. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber generell ist das so, man kennt das. Ne? Das ist das schleimige Zeug, das man hier aus dieser Packung rauspulen muss langsam. Das schmeckt auch so, wie es aussieht. Ne, schmeckt schon geil. Also das ist schon ein sehr interessantes Mundgefühl, möchte ich mal behaupten. Ne? Ja, die sind lecker. Also wenn ihr mal sowas haben wollt, einfach mal gucken. Ne? Im 1-Euro-Shop kriegt ihr die Dinger momentan für 1 Euro. Ne? Und dann könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Ist lecker, ist Kindheit. Absolut, absolut. Was haben wir hier noch? Eine original verschweißte DVD zu Superman Returns. Ja, dieser Film ignoriert, beziehungsweise was heißt ignoriert? Er ist so inoffiziell als Fortsetzung zu Superman 2 gedacht, ne? Zu Superman 2. Also er spielt zwischen Superman 2 und Superman 3. Brandon Routh spielt hier den Superman, der übrigens ja in der DC-Serie Legends of Tomorrow den Atom spielt und demnächst in diesem, oder vielleicht hat er es schon getan, in dem Crossover Crisis on Infinite Earth hier auch wieder einen Superman spielen wird. Das ist witzig. Also er schlüpft zurück nochmal in diese Rolle. Ne? Das ist irgendwie super witzig. Man hat ihn genommen, weil er eine gewisse optische Ähnlichkeit zu Christopher Reeve hat. Ne? Und ja, tatsächlich steht irgendwo da im Regal, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, aber da könnte das irgendwo stehen. Irgendwo da steht ein Steelbook, wo alle Superman-Filme drin sind. Tatsächlich besitze ich diesen Film in DVD-Form schon. Einzeln nicht, aber in dieser super Special Edition. Da ist der nämlich mit dabei. Aber trotzdem vielen Dank. Ich find sowas immer super. Das, vor allen Dingen, das erinnert mich dann wieder, den mal wieder gucken zu müssen. Obwohl ich weiß gar nicht, wie gut der war. Ich meine, der war nicht so. Also Kevin Spacey war da schon ziemlich drüber als Lex Luthor und so. Da war irgendwas mit Superman und dann hat er ein Kind mit Lois Lane und ganz schräg. Sehr schräg. Und ich glaube, viel Action hat der Film auch nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem dieses Films. Aber muss man da noch mal sehen. Ist lange her. Das fühlt sich ordentlich. Verpackungsmaterial ist es aber nicht. Was haben wir hier? Och je. Och nee. Och komm je. Ach bitte nicht. Nein.
Ja, ein unterhaltsamer Abend. Ach, den kann man sich ja selber bauen, aber essen kann man den dann nicht, ne? Nee. Also, wenn ihr mal irgendwo einen lustigen Abend verbringen wollt, dann könnt ihr euch hier... Warum? Was ist denn da noch so? Kleinteile, was sind das für Kleinteile? Was sollen da für Kleinteile drin sein? Also hier ist auf jeden Fall, mach dir deinen Schleim selbst. Na, und jetzt weiß ich, was er meint mit Einschleimen. Na, wenn man noch so alte He-Man-Figuren hat, dann kennt man das vielleicht, das Slime-Pit damals, oder bei Ghostbusters war das auch ganz groß. Wir hatten damals einfach den Schleim nur so, haben da zweimal reingefasst, gesagt, haben die Dose zugemacht, dann haben wir sie irgendwann nochmal aufgemacht, na, das riecht auch immer so fies. Na, dann ist das irgendwann auf den Fußboden gefallen, dann war entweder der Fußboden versaut, weil es dann am eingetrocknet ist, oder man hatte das Schleimzeug schmutzig. Aber hier sind irgendwelche komischen, weiß ich nicht, was das soll. Johnny Lobster, Toxic Tron, was ist das? 16 Monster, sammeln. Mische deinen eigenen Slimy. Aha. Okay. Befreie das Monster. Also theoretisch ist hier irgendein Viech drin. Ich mache das aber jetzt nicht auf. Sorry. Das ist, ja. Violet, da können dann eins von diesen vier... Guckt euch das mal selber kurz an. Hier. Eins von diesen vier Viechern kann da drauf sein. Witzig sowas, aber... ja. Was soll ich sagen? Auch Kindheit, ne? Aber das lassen wir lieber so, wie es ist. Ich habe neulich mal so Eier bekommen. Das gibt's auch ein Video zu. Ne? Das war so Dinosaurier-Eier. Das war auch ein herrlicher Spaß. Nicht. Das lief nämlich alles am Rand dann nachher raus. Eine ziemliche Sauerei. Mal gucken, ob ich das mal irgendwie nochmal verarbeite. Vielleicht gibt es ja nochmal eine kleine Vlog-Variante. Aber ich verspreche definitiv nichts. Na, wir schauen mal. Aber jetzt an dieser Stelle machen wir das nicht. Na, das ist aber gut, ne? Das haben wir gut gesagt. Ne? An dieser Stelle machen wir das nicht. Ein Hörspiel zu Walt Disney. Basil, der große Mäusedetektiv. Ich liebe Basil. Es ist einer der besten Disney-Filme in meinem so für mich gefühlt. Na, weil ich finde halt, na, das ist so eine Sherlock-Holmes-Geschichte, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das, da freue ich mich drüber. Das ist eine schöne Sache, eine schöne Kassette. Ich glaube, du hast hier noch ein paar mehr Kassetten drin. Aristocats, ja. Aristocats ist ein Film, das muss man mögen, weil da ist auch so Jazzmusik mit dabei, fast würde ich mal fast behaupten. Na, und es ist natürlich auch so eine Story, ja, ich weiß gar nicht. Aristocats, ich erinnere mich kaum dran, ob ich das gut fand damals oder nicht. Ich habe den Film, glaube ich, auch nicht hier. Ich weiß nicht. Aber das ist auf jeden Fall das Hörspiel, das muss ich mir auf jeden Fall anhören. Disney-Hörspiele, sehr schön, das finde ich interessant. Habe ich allerdings tatsächlich schon einen riesengroßen Schwung. Wer bei mir auf Instagram aufpasst, der weiß, dass ich gerade erst eine riesengroße Box mit Disney-Hörspielen gekauft habe. Zu einem Schnapperpreis, wo man sagt, boah, Wahnsinn. Und ich habe da in die ersten Sachen so reingehört, so Snow White und so, das ist teilweise nicht so einfach zu ertragen. Also manche dieser Geschichten sind nicht so gut als Hörspiel. Ich habe Tarzan gehört und das war als Hörspiel einfach irgendwie komisch. Es war komisch, es hat mir nicht so gut gefallen. Mal gucken, wie das hier so ist. Ne? Schön und das Biest Folge 2, die kenne ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Das ist, weiß nicht, wie das dann aufgeteilt ist, ob das dann der Film ist oder einfach Geschichten um diese Charaktere. Folge 1 haben wir auch mit dabei, passenderweise. Ich weiß nicht, ob ich Folge 1 hiervon schon habe. Interessant. Aber Disney-Hörspiele sind auf jeden Fall spannend. Ich werde sie mir alle auf jeden Fall anhören. Dauert aber, ich habe so viele Hörspiele momentan zu hören. Das wird eine ganze Weile dauern, bis ich damit... Oh, guck mal, ja, das ist auch spannend. Das ist nämlich Mowgli und Moni. Das Dschungelbuch 5. Was? 4. Mowgli und Moni. Kenne ich gar nicht. Habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Interessant. Das ist spannend. Das muss ich hören. Das ist Folge 7 vom Dschungelbuch. Okay. Und ja, auch ein Film, den ich damals großartig fand, wo ich aber ganz wenig Erinnerungen dran habe, weil wo ich den gesehen habe, war ich wirklich klein. Es kann sogar sein, wir hatten damals so ein Möbelhaus, Möbelkraft nannte sich das. Ist irgendwie in Bad Segeberg oder so gewesen. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Ich weiß es allerdings nicht. Und da war das immer so, da ist man dann einmal im Jahr hingefahren mit den Eltern, da gab es noch kein Ikea hier. Und da war das dann so, da gab es dann, damit die Kinder ruhig gestellt sind, nicht so ein Bälleparadies, sowas hatten wir nicht, das ist ja voll modern und so, ne? Sondern wir hatten Kinderkino. Aber damit hast du die Kids auch richtig ruhig gekriegt, weil für uns war Kino selten, ne? Wir haben sowas nicht gehabt und es war Kinderkino, war wirklich, da war im Prinzip noch nicht mal, da waren keine Stühle oder so oder Sitzbänke, sondern man hockte auf einer Decke auf dem Fußboden. Na, kann sein, dass da sogar ein paar Kissen waren, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und da gab es dann so ein,
also für heutige Verhältnisse einen besseren Monitor von der Größe her. Keine Ahnung, es war auch nicht projiziert, sondern es war irgendwie scheinbar die VHS, die da lief. Ich kann mich nicht ganz genau mehr dran erinnern. Es ist sehr, sehr, sehr lange her und da hat man uns dann ruhig gestellt und hat da Schneewittchen gezeigt und unter anderem auch Elliot das Schmunzelmonster. Das weiß ich noch ganz genau, das waren Zeiten. Und es war aber nie der ganze Film, es waren immer nur so Zusammenschnitte oder Ausschnitte. Ich erinnere mich da sehr, sehr genau dran. Es war spannend. Na, war auch besser so, weil wenn man als Kind da durchs Möbelhaus geturnt wäre, dann wäre wahrscheinlich noch irgendwas passiert. Das ist gefährlich. So, was haben wir hier als nächstes? Wir haben jetzt kommen wir zu den Treats. Und zwar mit Treats. Treats. Auch das eine absolute Kindheitserinnerung. Und zwar Treats damals noch in gelber Verpackung. Da gab es in Deutschland kein M&M. Das gab es einfach nicht. Es gab Treats und das waren für uns die M&Ms. Später hat Aldi sowas nochmal neu aufgelegt unter dem Namen Topjes. Das gab es dann auch. Aber diese Original-Treats gab es dann eben nicht mehr. Na, und jetzt sind sie wieder da. Die zumindest als Name. Ich weiß nicht, ob das immer noch von derselben Firma ist, die damals dahinter stand, aber das ist auf jeden Fall ziemlich geil, denn das sind nämlich nicht Treats, wie wir sie von damals kennen, oder M&Ms, na, sondern hier hast du so kleine Taler mit nur Peanut Butter drin. Da ist keine Nuss drin, so eine ganze, sondern nur Peanut Butter. Ja. Reicht, um manche Allergiker über den Jordan zu schicken. Ich bin zum Glück nicht allergisch, um vielen, vielen Dank dafür, dass ich nicht allergisch gegen Erdnuss bin. Wirklich, da muss man heutzutage dankbar für sein, weil es entgeht einem so viel. Na, das Zeug ist geil. Das ist mega geil. Mega Latz. Was haben wir hier? Was ist das? Da ist irgendwas Großes drin. Ist hier noch mehr drin? Wir holen mal das hier raus. Ich will auch nicht so richtig reingucken. Ich habe mal Interesse, da mal nicht so genau reinzugucken. Wir haben hier... Wie geil ist das denn? Also, sind das Comics? Ja. Comics sind auch immer gern gesehen bei mir. Ich kaufe aktuell selber keine Comics mehr. Tatsächlich ist es so, ich habe in meiner frühen Kindheit Comics gesammelt. Superman, Batman gab es damals als Hefte. Und auch so Asterix und so hat man vereinzelt gehabt. Obwohl ich Asterix ganz oft in fremden Sprachen aus dem Stadtbibliotheksbus ausgeliehen habe. Ja, kam einmal die Woche ein Bus, konnte man dann Bücher ausleihen. Ich habe immer die Asterix-Comics ausgeliehen, habe die eine Woche später wieder zurückgegeben. War oft in Sprachen, die ich nicht verstanden habe, ist egal, die Bilder waren lustig. Und ja, Spider-Man gab es, Fruchtfliege kam jetzt aus dem Paket. So verschiedene Sachen, die man damals dann auch so gelesen hat. Gab es dann immer Garfield, gab es dann später und dann ging es immer zu Batman über. So richtig diese Batman von Carlsen, diese Bände. Und dann kam halt die Renaissance der Comics in Deutschland mit neuen Superman-Heften, mit neuen Spider-Man-Heften. Da habe ich mich voll mit eingestiegen, habe bis in die 2000er alles gesammelt, was es gab, von den ganzen Splitter-Comics und. Aber auch viele von diesen Bänden, na, zum Beispiel besitze ich den Lindenstraßen-Comic. Und das hier kenne ich soweit noch gar nicht, aber das ist auf jeden Fall super geil, weil das ist Rudi! Ja, und da geht es natürlich um den Sommer 2000. Das weiß ich, weil es hier auf der Rückseite steht. Geil, ne? Na, wo man dann mit Rudi zusammen Fußball zelebriert hat. Ich kenne diesen Comic gar nicht, sieht witzig aus. Freue mich drauf, mir das mal durchzublättern. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das ist auch Vintage, das ist alt. Von Rororo. Gibt es den Verlag noch heutzutage? Ich weiß es gerade gar nicht. Die haben viel Kindersachen gemacht, weiß ich. Dann haben wir hier ein, ich glaube, es ist ein Free Comic Book. Genau, ein Free Comic Book Day. Free Comic Book Day. Mit Spawn. Spawn habe ich die ersten Bände als Hardcover. Ich hatte damals sogar die VHS-Zeichentrickserie, die richtig, richtig gut war. Na, richtig fasziniert war ich bei Spawn allerdings auch immer von den Nebencharakteren. Das heißt, da gab es so zwei Polizisten. Da gab es auch Comics zu, die besitze ich zum Beispiel auch. Na, das finde ich spannend. Das ist ein englisches Comicbook, Free Comicbook Day Heft, das ich so noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob es was Altes ist oder was ganz Neues. Vom Zeichenstil her sieht es genauso aus wie das, was wir kennen und lieben. Von damals, ich glaube, es ist eine ganz frühe Geschichte. Kann das sogar sein, dass das der Anfang ist? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Finde ich geil. Mal sehen, ob da sind da noch mehr Comics? Ich glaube, das war es an Comics. Jetzt ist hier nur noch eine große Sache drin, glaube ich. Ich guck mal, ob es noch was anderes gibt. Ah, doch, markier mal, hier gibt es noch was. Und, fantastisch. Also hier haben wir erstmal ein Sticker für Comic Cave. Das ist ein Comic- und Actionfigurengeschäft in Hamburg. Na, wenn ihr dem Comic Toy Hunter folgt, dann wisst ihr ganz genau, was Comic Cave ist.
Ich war schon mal da, allerdings darf ich mich in dem Laden nicht bewegen, denn der Laden ist so schmal und eng, dass wenn ich da durchlaufe, da würden sämtliche Actionfiguren runterfallen, weil ich bin breit. Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein Elefant im Porzellanladen. So ist das, wenn ich da rumrenne. Deswegen lasse ich das meistens. Ne? Ich war, wie gesagt, war ein einziges Mal tatsächlich da. Ich gehe dann bis zum Tresen durch, das geht gerade noch so, dann bleibe ich da stehen und bewege mich da keinen Millimeter weg. In den hinteren Bereich komme ich zum Beispiel gar nicht rein, da ist das viel zu schmal. Ne? Aber da könnt ihr wirklich mal stöbern. Also das ist ein interessanter Shop, wenn ihr stöbern wollt, weil da gibt's alles irgendwie gefühlt. Also der hat so viel Zeug da drin in diesem kleinen Laden, der Wahnsinn. Ne? Schönen Gruß an dieser Stelle. Ne? Und den Armin habe ich noch nicht getroffen. Ich kenne da nur einen von den Kollegen. Und natürlich den Comic Toy Hunter. Der sei auf jeden Fall an dieser Stelle gegrüßt. Und jetzt haben wir hier noch eine Sache drin. Und nur noch ist gut, denn das ist auf jeden Fall mega geil. Das feiere ich mega. Da freue ich mich riesig drüber. Tatsächlich riesig. Weil das ist nämlich richtig genial. Das ist nämlich Rick and Morty. Das ist interessant. Ich hätte jetzt fast für eine Sekunde erwartet, dass es sich hierbei um ein Funko-Produkt handelt. Weil der sieht halt ein bisschen so aus wie das passende Funko-Produkt. Na, aber irgendwie ist es das nicht, denn das hier ist von White House Leisure International. Tatsächlich sieht die Funko-Figur, also die, der Plüschi von Funko, ziemlich ähnlich. Ich habe den in klein. Der ist geil. Also erstmal, bevor ihr fragt, ja, er ist weich und er ist mein Freund Scary Terry. Heyo! Was er noch sagt, darf ich nicht sagen. Das Video wieder gefährdet hier. Na? Hallo! Itches. Ja, ja. Bist ja ein ganz süßer. Hallo! Scary Terry, ein Kultcharakter aus Rick and Morty. Ich feiere den sehr. Der ist super. Das kann ich hier so gar nicht so gut, sondern das muss ich so machen. Na, vielleicht kann er auch den Pennywise-Dance hier. Na, dann muss er hier diesen machen. Ding, 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 ding. Es geht nicht so gut. Na. 1, 2, Scary Terry kommt vorbei. 3, 4, er steht vor deiner Tür. Moin. 5, 6, packt aus seinem Kruzifix. Da sind sie sich nie sicher bei der Übersetzung, was man da sagen soll. Es gibt Filme, also das gehört jetzt natürlich nicht dazu, ist ja nicht Freddy, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Den finde ich ganz toll. Feier ich total. Lars, du bist der Hammer. Das ist so ein geiles Paket wieder mal. Es ist von allem ein bisschen was dabei. Es ist sehr viel Kindheit mit dabei. Es ist Kult mit dabei. Wahnsinn. Freue ich mich tierisch drüber. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, es ist immer so schön. Ich finde das gerade so geil. Ich freue mich tierisch drauf, hier mir heute Abend ne, beispielsweise den Rudi mal reinzupfeifen. Na, und auf diesen Spawn. Na, das finde ich total toll. Die Trets. Wer glaubt, dass die lange überleben, der kennt mich schlecht. Na, und die Hörspiele werden mir einige sehr lustige Einschlaferlebnisse bescheren. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Das ist toll. Also, na, wobei ich an Disney-Kassetten jetzt tatsächlich das ziemlich alles habe, was es da geben dürfte. Also allein diese 50 Kassetten, die ich da neulich gekauft habe, ist schon ziemlich alles mit dabei. Du hast jetzt hier tatsächlich noch sogar echt welche erwischt, die ich noch nicht dabei habe. Also das ist echt schon der Wahnsinn. Aber viel mehr kann da, glaube ich, nicht kommen. Aber das finde ich auch echt total toll. Ne? Vor allem, weil die dann teilweise ja auch schon richtig alt sind. Ne? Also, von wann ist die jetzt? Naja, steht jetzt 78, aber die Kassette ist nicht von 78. Wann haben sie die denn neu aufgenommen? Steht hier nicht drin, ne? Natürlich nicht. Schade. Sowas ist immer nett zu wissen, aus welchem Jahr das dann die Produktion hier ist. Steht das hier immer mit drauf? Ne, hier steht nur 78, aber das ist halt das Jahr, wo der Film damals rauskam. Das hat nichts mit der Produktionszeit zu tun, der Kassette. Egal, ich bin auf jeden Fall super happy. Vielen, vielen Dank. Das ist ein richtig schönes Paket. Ich freue mich. Na, wenn du das hier siehst, werde ich auch schon mit dir geschrieben haben und mich direkt persönlich nochmal bedankt haben. Ganz, ganz groß. Ich feiere das sehr. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich bin ja bei sowas dann auch immer so und mache diesen Nostalgietrip, wo ich auch noch ein bisschen was erzähle aus meiner eigenen Vergangenheit oder auch ganz generell zu den Sachen, die ich hier dann ausgepackt habe. Und ich hoffe, das interessiert euch. Denn das ist das, was mir mit am meisten Spaß macht. Ne? Ich freue mich, die Sachen hier auszupacken und ich freue mich dann, über diese Sachen zu reden. Weil, das kommt dann immer gut. Ich bin raus für heute. Vielen Dank. Lasst den Daumen da für den Lars. Der hat sich das auf jeden Fall absolut verdient. Na, und schaltet wieder ein. Ne? Ich freue mich auf euch. Scary Terry freut sich auf euch. Tschüss. Wir sind raus. Tschüss.